Geistige Gereiste reisen selten bis Elba. Dann machtet euch halt selber. Hallo, Männer. Ja, heute zu dem Thema auch das letzte Video dann, weil... Naja, egal. Auf jeden Fall habe ich ja mit dem RC Kall hier, er hat da so ein paar Probleme, keine Ahnung. Und da ist uns, Micha, noch was Interessantes aufgefallen. Er hat mich ja in dem Video, also ich zeige das euch jetzt nochmal, um das ein bisschen chronologisch festzuhalten auch. Wenn wir jetzt mal in die Videoübersicht geht, hat er ja vor 7 Tagen das Video gemacht. Schuldief at Action for Free, das habe ich mir hier mal aufgemacht, vor 7 Tagen. Und er hatte vor 2 Monaten noch ein Video gemacht. Das habe ich mir auch aufgemacht. So, und jetzt kommt halt die absolute Ironie, Jungs und Mädels. Ich kann das gar nicht fassen. Und zwar werde ich hier ja, in dem Video war das, ne? Ja, der Lüge bezichtigt. Wegen meines Hacks und etc. Das Video habt ihr ja jetzt wahrscheinlich schon gesehen. Also das müsst ihr euch jetzt wirklich mal festhalten, ne? Vielleicht... Ich weiß nicht, ne? Wenn ich das Video wahrscheinlich öffentlich mache, wird er wahrscheinlich die Videos löschen oder keine Ahnung, was dann wieder für eine abenteuerliche Erklärung kommt, warum und wieso. Ich will es gar nicht wissen, es interessiert mich auch gar nicht. Ich werde darauf auch nicht mehr reagieren, weil das kann ich irgendwo nicht mehr ernst nehmen. Ne? Müsst ihr, also... So, okay, also, ich werde der Lüge bezichtigt. Ich habe ja, ich hoffe ja mal für euch eindeutig gezeigt, dass ja ich eben gehackt wurde, ne? Mein Konto und bla bla. Ja gut, da kann man jetzt spekulieren, ob das natürlich hier Alpha vom Melmark, der mich gehackt hat oder was auch immer. Ihr könnt den Mist weiter glauben, auch was die anderen YouTuber labern. Die Wahrheit ist halt einfach, dass es ein kleines Programm ist, was überall drin sein kann, in jeder Sounddatei, in jedem Druckertreiber oder was auch immer. Ne? An der Stelle nochmal für meine Abonnenten, da müsst ihr eben aufpassen. Tipp an der Stelle noch, alles was ihr runterladet, mit einem Viren-Ding erstmal überprüfen oder online überprüfen lassen. Einfach kurz eingeben hier Virenüberprüfung online irgendwas, keine Ahnung. Dann checkt er die Datei mal kurz, bevor er die aufmacht. Und ja, gibt noch mehr Sicherheitsdinger, was man machen kann, aber das soll es an der Stelle mal gewesen sein. Auf jeden Fall hat er halt für 2 Monate das Video gemacht, wo ich schon gesagt hatte, dass der Segelohrenbob sich schon gefragt hat, was ich hier treibe. Wahrscheinlich viele andere auch. Und hier schon so ein Video gemacht hat. Naja, freundlich oder neutrale Kritik sieht anders aus, ne? Ich vermute ja mal, dass, wie gesagt, entweder die Videos gelöscht werden oder nicht. Ist so egal. Ich hab sie. Ich mach die Ausschnitte jetzt hier. Gucken wir uns mal an. Ja, Digga, wenn du anderen Leuten eine Lüge bezichtigst, die du nicht beweisen kannst, was irgendwelche Hirnspinnereien von dir sind, und du selber Lügen auf deinen YouTube-Kanal verbreitest, die man anhand deines YouTube-Kanals belegen kann. Also, Leute, nehmt mir das nicht übel. Aber sowas kann ich in Zukunft einfach nicht mehr ernst nehmen. Ne? Wenn ihr da als Community in Zukunft auf mich zukommt und sagt, ey, hat wieder jemand ein Spezialvideo gemacht, was weiß ich, gegen dich, irgendwas Zeug, dann muss ich es community-technisch machen. Ich werde das in Zukunft nicht mehr machen, weil das einfach zu dumm ist, Jungs. So, jetzt pass auf. Also, in dem Video, ne, wie gesagt, vor 7 Tagen, da sehen wir erstmal noch mal kurz die Wicklung hier, ganz normales Schuldief, halt PNP, das hatte ich euch ja in dem Video schon erklärt. Aber Micha ist da noch was Interessantes aufgefallen und ich saß gestern da, ich konnte es nicht glauben, Jungs. Das ist so unfassbar. Jetzt passt mal auf, ne, man achtet ja jetzt hier auf alles Mögliche. Ich mache jetzt hier mal einen Ton aus und jetzt gucken wir uns noch mal die Batterie an. Und zwar, ah ne, jetzt muss ich das doch aussuchen, wo er das sagt. Moment. Du musst einfach in diesen Jahren aufbauen. Und ich fahre so am besten. Und es funktioniert zig Jahre, die Batterie. Zig Jahre? Ist schon urlang drin. Es ist eine 1,2 Volt Wartebatterie. Urlang drinne Wartebatterie. Wisst ihr noch, wo ich gesagt habe, er sagt, ja, das geht urgut. Und diese Batterie, also mir ist das selber auch nicht aufgefallen, Jungs. Ich bin mal gespannt, ob das einer in die Kommentare dann schon vorweggreift in dem ersten Video. Außer Micha natürlich, der hat es mir ja schon gesagt. Und zwar, ne, er hat es ja selber im Audio jetzt mit seiner Stimme, falls ich jetzt wieder das Bildmaterial auf seinen YouTube-Account gephotoshoppt habe. Er hat nochmal seine Worte, ich habe auch seine Worte, habe ich auch gefotoshoppt und alles mit dem Freimaurer zusammen und so, ne? Warte mal,
Wo ist mein Aluhut, Digga? Da muss ich gerade noch einen Aluhut schnell aufsetzen, meiner. Hier, geht's los, ne? So, jetzt pass auf. Also wie gesagt, dieses Video war vor 7 Tagen, in dem er sagt, ich bin ja ein Lügner. Egal. Ihr habt ja das Video leider gesehen wahrscheinlich. So, und jetzt passt mal auf. In dem Video, was vor 2 Monaten war, wenn wir da jetzt mal... Oh, jetzt habe ich das Thumbnail. Warte mal, ich lade mal neu, dass ich das Thumbnail krieg. Hast du noch einen Klick von mir? Grüße gehen raus. Was haben wir denn hier? So ein... Moment mal. Warte. So ein... Das ist Action Read Schuldief Smiley und Flamme. Hier, das ist das, ne? Vor 2 Monaten. Das steht ja jetzt... Also, ich kann ja für euch jetzt hier auch noch mal draufklicken, nicht, dass ihr es hier... Ach, ich habe einen neuen Tab, habe ich jetzt, ne? Ist egal. Egal, ich denke, das ist Schwachsinn. So, und guckt mal hier. Warte mal, ich mach mal einen Ton aus. Gib wieder einen Klick für dich, RCK. Let's go. Sony! Aha. Mhm. Also, pass auf, RCK. Ich denke, wir sind ja an einem Punkt, wo ich hoffentlich auch, also eben für meine Zuschauer gezeigt habe, dass ja, dass das eben nicht stimmt, was du sagst. So, jetzt hat, und das ist, Digga, das war nicht ich, weißt du? Ich habe ein Micha, die, ich habe gesagt, pass auf hier, guck mal bitte über das Video drüber, dass ich nicht wieder zu aggressiv und bliblablo, weißt du, und beleidigen. Guck dir bitte mal das Video an, ob das deiner Meinung nach okay ist, ne? So, und ja, dann haben wir halt noch ein bisschen drüber geredet und nur sinnlos, weißt du, Micha hat halt gesagt, ja, geht schon so, weißt du, sag ich jetzt mal, das war nicht sein Wortlaut, ich weiß jetzt nicht mehr genau den Wortlaut, also grob geht schon, ne? Es ist wahrscheinlich schon nicht die Feinde, die eigentlich sagen, ist mir auch alles scheißegal. Und auf immer sagt Micha, oh, das ist hier mir so schon aufgefallen und er sagt hier Batterie, hat er ewig lange drin, ein Jahr oder was, er sagt glaube ich schon in dem Video dann glaube ich noch 3 Jahre oder so, ich weiß, ne, finde ich, ich suche jetzt aber auch nicht mehr weiter, ich habe jetzt bis hierhin geguckt, wo die eben die Aussage getroffen hat, jetzt habe ich die Seite neu geladen, ne, ah ne, Quatsch, das war ja hier, in dem Video sagt er halt hier, ja, warte, machen Sie es nochmal, ich habe jetzt schon wieder so viel gequatscht. Und es funktioniert zig Jahre, die zig Jahre, also es ist ja mehrere Jahre, sagen wir mal, wenn es 1 Jahr wäre, ne? Und vor 2 Monaten hat er ein Video, wo eine Sony-Batterie drin ist. Boah, das haut doch dem fast den Boden raus. Das kann doch gar nicht wahr sein. Bin ich im falschen Film oder was? Das gibt's gar nicht, ne? So, und da hat Micha mir das gesagt. Ich hab gesagt, das kann nicht sein. Das kann nicht, das glaube ich nicht, ne? Und deswegen mache ich jetzt so das Video, weil das glaubt jetzt keiner, ne? Natürlich habe ich das auch wieder ja alles gefaked, alles gefotoshoppt. Ich habe einen Kanal gehackt von ihm, habe mir die Videos rückwirkend hoch. Also setzt mal einen Aluhut ab, Leute, oder mach ich rum auf, irgendwas stimmt da nicht so ganz. Und um dem nochmal vorwegzugreifen, wir haben auch diese Nummer hier, RCK, ne? Falls du jetzt sagen willst, das ist hier eine andere Box und wir haben die Nummern auch verglichen. Ne? Die Nummern stimmen auch. Ich bitte dich an dieser Stelle. Ne? Ich denke mal, also das ist jetzt auch wieder, ne? Bitte nicht falsch verstehen. Ich weiß nicht, wie alt du bist oder was, es spielt auch eigentlich keine Rolle. Wenn ich mir dir so hier auf YouTube angucke, sind mir beide keine Kleinkinder mehr. Ne? Wie alt du jetzt genau bist oder was, weiß ich, spielt auch keine Rolle, aber wir sind ja keine Kleinkinder mehr. Keine Ahnung, ne? Du hast ja hier irgendwo selber ins Knie geschossen. Hättest du eine große Community oder so, die würden dich jetzt richtig... Ne? Ich weiß nicht. Wollen wir vielleicht... Also ich kann dir das nur an der Stelle anbieten, dass du... Also ich will ja nicht zensieren oder so. Ne? Um Gottes Willen, jetzt werden wir ja schon wieder eigentlich, ich will da zensieren und bla. Nee, pass auf, das ist für dich. Ne? Solche Geschichten... Die sind für mich gut, ne? Weil ich eben da mit meiner Community zeigen kann, dass ich die Wahrheit sage, weißt du? Und ich denke, dass du, irgendwie hast du mich ja mal gefunden oder so, weiß ich nicht. Ich glaube jetzt nicht, dass du hier ein übelster Hater bist oder so, aber Digga, so geht's nicht, ne? Das, also bei aller Liebe, das,
Und da kannst du noch hier ist nie böse gemeint oder so, wenn du mich der Lüge bezichtigst und mich vorher beleidigst und dass ich ein zu doof bin und nicht weiß, wie ein Trafo gewickelt wird. Ne? Ich biete dir an der Stelle an, ne, dass ich dieses Video ja lösche, wenn du eins dieser Videos löscht. Ne? Also ich habe jetzt keinen Bock, Digga, dass durch diese Sache du noch eine negative Resonanz vielleicht von deinen Zuschauern kriegst oder so. Aber mir liegt auch was dran. Also dieses erste Video geht nicht mehr offline. Das kannst du vergessen. Da hast du Pech gehabt, Digga. Ne? Aber ich biete hier an der Stelle an, lösch halt eins von... Also das... Naja gut, ich will dir nichts vorschreiben. Mach, was du willst. Ich hab's ja auf Video in meinem Video drin. Ich hab auch die zwei Videos. Kannst du mir wegen auch alle Beete löschen. Ne? Ist mir am Ende alles scheißegal. Du kannst es auch online lassen. Ich empfehle dir, ne, eventuell doch beide zu löschen. Nicht, weil ich dich zensieren will oder was weiß ich. Da hätte ich ja kein Video drüber gemacht und gezeigt, dass du es gemacht hast. Weißt, das ist ja absoluter Schwachsinn. Ich bitte dich wirklich, setz dich nochmal ruhig hin. Denk nochmal drüber nach. Schlaf mal eine Nacht drüber. Ob du nicht vielleicht zumindest mal eins der... Ich muss lachen, Digga, das ist echt... Ne, dass du eins der beiden Videos für dich runternimmst, dass du hier gelogen hast, Digga, in dem Video, dass das eben, sag ich mal, für deine Community nicht sichtbar ist und so. Naja, ne, aber ich bin ja da böse, ne. Pass auf, das erste Video lasse ich, weil das eben mal zeigen muss, du bist nicht der Erste, dich hat's jetzt getroffen hier, dass ich eben dann in Zukunft nicht mehr auf sowas eingehen kann. Ne? Wie gesagt, ich habe kein Problem mit dir, ich kenne dich nicht, Digga. Ich habe ab und zu mal ein paar Videos. Warte mal, sieht man das hier auf YouTube? Wahrscheinlich nicht, oder? Ja, doch, hier, dein Zombie-Zellen-Video, sage ich jetzt einfach mal, Zombie-Batterie-Video habe ich mir angeguckt. Guck mal hier, komplett durch, Digga. Weißt du, habe ich es geliked? Guck mal. Digga, ich bin ein Zuschauer von dir. Ich weiß nicht, was hier schiefgelaufen ist. Ne? Und ja, ich biete dir das an der Stelle an. Wir sind erwachsene Leute. Ich finde das so nicht gut von dir. Du hast damit auch ein sehr schlechtes Bild bei mir hinterlassen. Das ist nun mal so. Das hast aber du zu verantworten. Ich kann dir nur das von meiner Seite anbieten. Was ist denn jetzt schon wieder los? Jetzt trillert's hier. Ich kann dir das nur von... meiner Seite eben anbieten. Ich hoffe auch, dass die Community dann sieht, ich bin hier kein Bösewicht oder irgendein Scheiß, aber will ja irgendjemand an die Karre bissen. Nee, ich biete dir ja an, löscht, dass deine Community nicht sieht, dass du lügst, Alter, oder der Öffentlichkeit oder deine Familie oder sonst wer, deine Kinder oder... Mensch, Leute, also... Egal. Lassen wir es dabei gut sein. Und ja, wie gesagt, Angebot steht. Du bist bei mir nicht blockiert oder sonstiges. Wie gesagt, du hast von mir auch, ich habe ja nicht das irgendwie gestellt oder dir jetzt ein Like ausgestellt gegeben oder so. Habe ich einen Kommentar geschrieben damals? Supi, weiter so, der BV-Virus ist dabei. Da hast du selber mir auch ein Like gegeben. Ja, ich schaff's nicht. Welches ist irgendwie Kommunikationsproblem oder... ich weiß es nicht. Vielleicht sollten wir einfach mal, dass wir mal privat vielleicht, ja, mal Discord schnacken oder irgendeinen Online-Dienst. Jitsi würde sich da anbieten, da brauchen wir sich nicht anmelden, nicht registrieren. Da könnten wir uns einfach mal einen Raum erstellen und mal abends miteinander reden. Aber, Digga, ich hab da nicht mal viel Bock dazu. Ne? Also das wäre dann wirklich ein Schritt von mir auf dich zu. Und wenn du dann wieder hier irgendwie so anfängst, dann bin ich weg, Digga. Weißt du? Also ich hab da nichts davon. Ne? Gut, in diesem Sinne, lasst krachen, verarscht euch nicht selber und vor allen Dingen belügt euch nicht selber. Keine Ahnung. Also irgendwie, also krass, ne? Ihr habt doch vor uns das Handy bellen gehört, ne? Gerade im Video. Ich habe ja jetzt Schluss gemacht, das Video zu Ende gemacht. Und jetzt sehe ich, dass mir jemand geschrieben hat. Und jetzt haltet euch fest, das ist ein Kumpel von RC Kall, mit dem ich schon länger Kontakt habe, sag ich jetzt mal. Ja. Ich werde deinen Namen nicht sagen, Grüße gehen raus. Ne? Ja. Ja, what the fuck, ne? Du, also RC Kall, dein Kumpel, ich denke mal, du weißt, ja, ich kann jetzt deinen Namen, will ich dir nicht sagen und so, Datenschutz ist ja klar, ne? Hat mir jetzt ein Video geschickt. Ja, Datenschutz und so, also ich kann euch das jetzt nicht einblenden. Ich kann euch jetzt eigentlich auch die WhatsApp hier nicht zeigen, weil sein, ich glaube, sein Nachname ist der echte, der hier steht.
ja, kann ich nicht veröffentlichen, ne? Derjenige, also ein Kumpel von RCKall, der mein Abonnent ist und sogar meine Nummer hat, Leute, hat mir jetzt ein Video geschickt und hat geschrieben, ich sage nur den Text jetzt, da weißt du ja auch, was, um was es geht. Schau und denk nach. Punkt, Punkt, Punkt. Wahrscheinlich eine Abkürzung von seinem Name oder so. EUF? Das darf ich, glaube ich, sagen. EUF ist eine Abkürzung, weiß ich nicht. Ja. Ist schon irgendwo ironisch, dass ich jetzt, wenn ich hier gerade hier sitze und gerade das Video mache, kommt ein Kumpel von dir und ja, keine Ahnung. Ne? Also, das glaubt natürlich jetzt auch wieder keiner. Ne? Ja, voll Ironie oder halt voll lustig, keine Ahnung. Mir kommt jetzt so ein bisschen hoch, dass, in mir hoch, dass hier vielleicht doch nur ein Kommunikationsproblem oder ich weiß nicht, was hier so richtig los ist, Jungs. Ne? Also es geht halt jetzt explizit bei ihm drum, wobei, wie gesagt, Grüße, liebe Grüße an der Stelle an dich. Das ist eine Kritik, die sachlich ist. Ne? Also oder, ne, ja, oder ein Video oder ne? Also ohne rum zu plägen. Ne? Kennst du das? Plägen? Ja, bitte nicht so viel Schweizerdeutsch sprechen. Das, also, so viel verstehe ich da auch nicht, Jungs. Das ist für mich auch schwer. Ne? Ich habe demjenigen im Text geantwortet und keine Ahnung, ich glaube, ich lese das jetzt noch mal vor. Wie gesagt, das Video wird ja wahrscheinlich dann eh gelöscht, wenn RCKall drauf eingeht oder nicht. Ich meine, mir ist am Ende egal, ne? Ich glaube, ich lese den jetzt euch einfach mal vor. Also, er hat mir halt ein Video geschickt, wo es um die explizite Sache jetzt geht. Von wegen, du hast doch nur wie ein Travo gewickelt. Denk doch mal nach, so ähnlich wie RCKall, was soll das alles? Und also, ja, ist okay. Ne? Ist hiermit angekommen bei mir. Ist natürlich auch bei RCKall angenommen, aber da bin ich ja überhaupt nicht drauf eingegangen. Ne? Ist mir jetzt auch erstmal aufgefallen, weil ich eben auf dass ich hier lügen würde und so, halt auch getriggert war, Leute. Ne? Ist ja klar. Ja, auf das Thema bin ich ja noch gar nicht eingegangen. Ich habe jetzt einfach mal ich lese den euch jetzt einfach vor, ob das nur glaubt oder nicht. Derjenige kann es ja vielleicht in den Kommentaren nochmal bestätigen. Den kann ich euch ja zeigen, oder? Mr. Pause, stopp mal, ich lese euch vor. Ich habe zu deinem Freund schon ein Video gemacht. Ich weiß nicht, ob das bei euch normal ist, Lügen zu erzählen. Da geht es eben drum um die Batteriegeschichte hier, dass er sagt, ah, die Batterie stimmt eben nicht so ganz, ne? Ja, wo war ich jetzt? Ich weiß nicht, ob das bei euch normal ist, Lügen zu erzählen. Ist mir auch egal. Was ihr da rein interpretiert, ist schon etwas abenteuerlich. Ich habe die Erklärung hochgeladen und die Messwerte. Der Name der Wicklung ist auch nicht von mir. Also da geht es jetzt auch noch, also es geht jetzt immer darum, wie die Wicklung ist. Das wäre nichts Neues, weil es eine Travo-Wicklung ist. Und eine Travo-Wicklung ist ja keine Action-for-Free-Wicklung. So interpretiere ich das. Ne? Kann ja schon sein, dass ich das falsch interpretiere, aber ja, keine Ahnung. Der Name der Wicklung ist auch nicht von mir. Ich habe es nur gezeigt, mehr nicht. Ich zwinge doch niemanden, meine Witze zu schauen, also Videos zu schauen. Und dass er versucht mit Lügen, weißt, ich mache dazu ein Witz für die Zukunft und dann ist das für mich erledigt. Wenn die Wicklung auf dem Travo genauso gut läuft, dann ist es klasse. Ich verstehe nicht, warum es nun schlecht ist, die Wicklung zu erklären, damit die Jewel-Thieves 100% besser laufen. Wobei man sich mit den 100% noch streiten kann, sind es halt 50% besser, ne? Ja, eigentlich, oder 80, oder ich sag 100, ihr habt ja die Messwerte gesehen. Wenn nicht, guckt euch mein Wicklungsvideo an, was der Thorsten ein Video darüber gemacht hat, mit den vier Bildchen eingeblendet, Messwerte, bla bla bla. So, 100% besser. Mir wegen kannst auch Hans-Wurst-Wicklung sagen, wobei kein Hans oder Wurst sich beleidigt fühlen soll, das war ein Beispiel, spielt keine Rolle, also zumindest für mich. Und denk immer dran, wenn es alle doch wussten, warum hat es keiner erklärt? Und warum macht Punkt, 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 Punkt nun Videos darüber? Oder Thomas Mischer VEB und so weiter und so weiter. Ich verrate es dir, weil es 100% effektiv ist. Und sie die nötige Erfahrung haben, um das auch zu erkennen. Also wenn du jetzt jahrelang damit in den Schulis rumgemerkt hast, wickelst du da mal andersrum und klemmst dann die Lampen an, die du schon mal dran hattest und merkst, ui, das geht aber richtig gut. Ne?
Das merkst du. Das ist ja auch, auch in Entwicklungsvideos, seht ihr, sehr signifikant. Ne? Wir reden ja nicht von 1% oder irgendwas. Ne? So. Wenn du oder ihr nicht wollt, dass diese Infos an die Öffentlichkeit kommen, tja, keine Ahnung, was ich da noch sagen soll. Weil RCK sagt ja auch im Video, ich lade sowas nicht hoch, ich habe das ja schon immer. Ne? Eigentlich könnte ich ein Macht mal Hashtag immer in Dings, dann kann ich euch ein Video machen, wo ich euch zeige, wo ich vor mehr als halben Jahr oder was weiß ich nicht genau, prophezeit habe, dass genau solche Sachen, das haben alle schon gehabt und so, es wussten auch immer alle schon und das ist überhaupt nichts Neues und bliblablab. So, und ich sage ja, wenn ihr das alle wusstet schon und ihr sollt nicht an die Öffentlichkeit kommen, ja, dann seid ihr doch kein Deut besser wie irgendwelche Freimaurer oder irgendwelche Verschwörungshaine, die immer angepriesen werden, dass irgendwelche Verschwörungen sind. Ja, dann macht ihr ja die Verschwörung, dass ihr die Information zurückhaltet. Und keine Ahnung, ey, der Mischa hat die Wicklung so benannt. Das hab doch nicht ich gemacht. Ich habe das halt zusammengetragen, die Videos, bla, habe ein Jahr meines Lebens verschwendet und das ist der Dank dafür. Naja, gern geschehen. Naja, Humor ist immer trotzdem lacht, oder wie war das? Egal. Machen wir weiter. Keine Ahnung, was ich da noch sagen soll. Also finde ich halt nicht, dass das so geheim gehalten werden soll oder was. Hä, wieso soll ich das euch nicht zeigen? What the fuck? Für mich ist mit dem Witz, beziehungsweise dem Zwei-Witz, das ist jetzt das, was ihr seht, das Zweite, dann alles geklärt. Ich wünsche mir für dich, dass du es mal ausprobierst. Ich denke, ich kämpfe ja gegen Mauern. Die Zeit wird es zeigen. Liebe Grüße. Ne? Weil, keine Ahnung, und ja, jetzt ist es schon wieder 5 Minuten länger geworden, das Video. Und keine Ahnung, wer mich noch anschreibt oder was weiß ich. Also, ich werde wahrscheinlich die 2 Videos ja halbwegs zeitnah hochladen. Und dann gucken wir mal, was RC Kall jetzt sagt. Aber ne, wenn er jetzt schreibt, du brauchst ja nicht entschuldigen, Digga. Ich will ja gar nicht, dass du mir der Eier küsst, irgendwelchen Rotz. Wenn du schreibst, was weiß ich, schreib was Deal oder okay, ne, und lösch halt eins von den Beten, dass du dich nicht mehr selber oder Lüge da Beweis öffentlich ist. Und dann werde ich dieses Video löschen. Also macht schnell, Hashtag, was hast du gesagt? Immer. Macht, wenn er, ja, noch mal das aus meiner Sicht mal sehen wollt, ne, dass ich es eben schon prophezeit habe, der Prophet, uiuiui. Und das dann eben, also wie viel haben wir jetzt, Micha? Ich wüsste gar nicht mehr. 5, 6? Interessant, ne? Ja, hier sehen wir es mal. Passt auf, was ihr sagt, Jungs. Ne? Man kann gern viel behaupten und so, bla. Ich bin da auch nicht frei davon, vielleicht. Ne? Ich hoffe, mir passiert sowas nie, dass ich einen Fehler mache. So, also, naja. Ja, ne? Also immer mit Vorsicht. Ich arbeite auch an mir. Manchmal übers Internet ist alles ein bisschen falsch verstanden und was weiß ich, ne? Oder ein Wort falsch interpretiert. Kann schnell passieren. Nennt die Wicklung, wie ihr wollt. Ist mir egal. Ich habe irgendwo bloß zu Micha gesagt, ja, wäre halt cool, wenn man irgendwie eine Anlaufstelle hätte oder so, wo man eben sagen kann, was ja, ich sag jetzt mal, siehst vom Roy im Video oder von wen auch immer und der ist da hellauf begeistert in den Videos und sagt, es geht richtig gut und bah und super und ne, ja, ne, warum soll man das dann nicht nachbauen und das Action for free, also ich habe zu Micha so gesagt, jeder kann das, es ist ja frei, Männers. Ich habe doch hier kein Copyright oder irgendwas drauf. Ne? Macht die Wicklung, erklärt's, aber dann bitte ich euch für eure Zuschauer, ihr müsst halt aber auch richtig erklären und ihr am besten, wenn ihr selber auch verstanden habt. Und ja, dann erklärt ihr's und RC Kall nennt's RC Kall Wicklung mit NPN, PNP-Schaltung oder so. Ja, Digga, denkst du, ich habe damit ein Problem? Alter, gar nie, wisse, mach, los, let's go, let's fetz, meiner, ne? Also, in diesem Sinne, lasst krachen und haut mal euren Hashtag rein, wenn ihr wollt, immer, und dann mache ich noch das Video, weil eventuell wird das Video hier nicht lange online sein. In diesem Sinne, lasst krachen, tschüssi.